Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich weiß nicht, ob ich es ganz so schnell durchkriege wie Herr Eichelbrunn, aber gegebenenfalls werde ich ein paar Folien überspringen. Ich werde Ihnen ganz kurz erklären, was wir tun. Sie werden uns wahrscheinlich auch von der Tradition her schon als ein Unternehmen kennen, was relativ lange schon in diesem Gebiet unterwegs ist. Wir entwickeln Brennstoffzellen, Heizgeräte seit über 15 Jahren. Das werden Sie gleich auf der nächsten Folie hier sehen. Diese Folie zeigt Ihnen im Wesentlichen eigentlich, dass wir Ende der 90er Jahre schon angefangen haben mit Brennstoffzellensystemen für die Hausenergieversorgung. Und als einer der Hersteller, die im Grunde genommen alle Technologien untersucht haben, haben wir uns dann, also HT-PEM, haben wir gerade ein Beispiel gehört, PEM vorhin von Herrn Dönges von Viessmann, ja, eine PEM-Brennstoffzelle ist. Wir haben uns jetzt seit 2008 im Wesentlichen auf die SOFC konzentriert, weil wir glauben, dass die Hochtemperatur-Brennstoffzelle die Marktanforderungen für das Ein- und Zweifamilienhaussegment am besten erfüllt. Wir sind einer der Gründungsmitglieder von Kallux gewesen, 2006 in der Projektentwicklung bis 2008, sind einer der Gründungsmitglieder des Enefield-Projektes, das wir 2011 in Berlin sozusagen zum ersten Mal initiiert haben, 2012 gestartet ist, auch da werden Sie nachher gleich zwei Folien sehen, und befinden uns jetzt in so einer Art Marktvorbereitung. Unser System selbst ist ein kleineres Brennstoffzellenheizgerät, was Ihnen aber die komplette Wärme- und Stromversorgung für das Einfamilienhaus bereitstellt, Stromversorgung etwa bis etwa 70% Eigenbedarfsdeckung, je nachdem, wie gut man es schafft, sozusagen die eigenen Verbräuche auf die Erzeugung abzustimmen, das kennen Sie kennen, das ist nichts anderes wie bei einer normalen Kraft-Wärme-Kopplung auch. Was bei uns, glaube ich, wichtig ist, dass wir aufgrund der Erfahrungen, die wir mit PEM und auch Hochtemperatur-PEM gemacht haben, auf ein sehr robustes und einfaches Konzept Wert legen. Das heißt, wir haben bewusst keine sehr aufwendige Reformierung drin, sondern eigentlich nur so ein kleines Röhrchen, 4 cm Durchmesser, 16 cm lang. Das ist eine sogenannte katalytische partielle Oxidation, die wir da machen. Das hat den Vorteil, dass die Brennstoffzelle von der Reformierung, also vom entschwefelnden Erdgas bis hin zum Wasserstoff, sehr einfach ist. Mehr gibt es da nämlich nicht. Wir haben keine Wasseraufbereitung, wir haben keinen internen Wasserkreislauf, wir haben keine Filterpatronen in dem System, denn das braucht das System nicht, weil wir glauben, dass im Vergleich zu anderen Lösungen von hochinnovativen Technologien im Haushalt, also wenn Sie heute eine Heizung kaufen, eine Wärmepumpe zum Beispiel, die Brennstoffzelle im Vergleich immer noch ein sehr komplexes Produkt ist. Das heißt, es gilt jetzt, das Produkt so robust wie möglich zu machen. Das heißt, deswegen werden wir bewusst nicht den elektrischen Wirkungsgrad auf 60% trimmen, sondern sind überzeugt, dass wir auch mit 40%, da draußen sehen Sie den EcoPower 1.0, gleiches Segment von Weiland, mit 26% sozusagen der Weltrekordhalter nach wie vor in dem Segment. Und wenn Sie dann eine Brennstoffzelle haben mit 40%, dann können Sie die sehr wohl vermarkten. Das will nicht heißen, dass wir dann auch in den zweiten, dritten, vierten Generationen von Brennstoffzellen im Markt diese Wirkungsgrade weiter anheben, aber erst dann, wenn tatsächlich gewährleistet ist, dass die Wartungskosten, eines der großen Hemmnisse heute in der Kraft-Wärme-Kopplung, muss ich vielen von Ihnen auch nicht erzählen, sozusagen das Wirtschaftliche erfüllen, dann kann man mit der Entschwefelung, mit der Reformierung gegebenenfalls Konzepte machen, die noch höhere Wirkungsgrade erzielen, aber als erstes Produkt nicht. Weiland arbeitet, da sind wir fast schon ein Exot, mit einem deutschen Brennstoffzellenhersteller, nämlich mit der Sunfire in Dresden zusammen, mit einigen Vorlieferanten, die wir da noch haben, die also das Zellmaterial im Wesentlichen liefern. Wir haben in Fraunhofer IKTS, das ist auch vorhin schon mal erwähnt worden, ganz zu Anfang im Wesentlichen Simulationen, auch Komponentenentwicklungen gemacht und befinden uns aber jetzt in der sehr erfolgreichen Kooperation mit dem Dresdner Unternehmen Sunfire, die erst am Freitag vor einer Woche mit der Bundesforschungsministerin Wanka auch eine Power-to-Gas-Anlage im großen Stil eingeweiht haben. Das heißt, da entwickelt man sowohl die SOFC, also die Brennstoffzellensysteme, als auch die umgekehrten Prozesse der Elektrolyse, um eben aus Windenergie Strom im Erdgasnetz langfristig zu speichern. Das ist das andere große Megathema im Bereich der Brennstoffzellen, sodass man sich hier Synergien erhofft. Das ist also die deutsche Kooperation. Wir glauben nicht, dass es sinnvoll ist, so schnell wie möglich ein Brennstoffzellenheizgerät in den Markt zu bringen, sondern wir glauben, dass es sinnvoll ist, ein Brennstoffzellenheizgerät zu vermarkten, dann, wenn es wettbewerbsfähig ist. Deswegen haben wir uns bewusst entschieden, nicht direkt in den Markt zu gehen und Ihnen zwischen 35.000 und 40.000 Euro im Brennstoffzellensystem fertig installiert, Bruttolistenpreis anzubieten, sondern das im Support, in der Förderung von großen Demonstrationsprojekten zu machen. Denn da werden Sie mir vielleicht auch zustimmen, jedes
Produkt, jede neue Technologie braucht eine Strategie in den Markt. Teure Produkte oder innovative Produkte sind im Vergleich zu Standardprodukten immer teurer. Das war auch bei der Brennwerttherme so. Die Anfangseinführung, die Markteinführung der Brennwerttherme war dreimal so teuer als die heute ist. Und bei den Wärmepumpen war das ähnlich, wo man das Marktanreizprogramm dann gestartet hat, hat es ungefähr 3 bis 4 Jahre gedauert, bis die Volumen wirklich in den Markt durchdrungen sind. Das hat auch ein bisschen was mit der Branche zu tun, die relativ träge auf solche Entwicklungen reagiert. Deswegen ist jetzt eigentlich die wesentliche Herausforderung der nächsten Jahre, und das trifft eigentlich auf alle Hersteller zu, die Kosten runterzukriegen auf ein Niveau, wo sie wettbewerbsfähig sind mit innovativen Produkten. Ich bin vor kurzem oder im letzten halben Jahr Arbeitsgruppenleiter einer großen europäischen Studie für die Brennstoffzellen gewesen, für die Mikro-KWK von Roland Berger. Habe die mit der Europäischen Kommission mit ausgesteuert, und da kommt im Wesentlichen auch raus, Riesenpotenziale für die Brennstoffzelle, gerade im kleinen Leistungsbereich der Ein- und Zweifamilienhäuser, aber heute noch zu teuer. Das heißt, mit dieser Strategie der geförderten Projekte gehen wir in den Markt, und wenn man sich das in anderen Segmenten anguckt, das kann man vielleicht jetzt nicht so genau sehen, der Großrechner in den 60er Jahren entwickelt, das, was jeder von uns sozusagen gerade in der Jackentasche hat, nämlich so ein Smartphone. Ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind meinem Vater mitgefahren bin, der war auch im Außendienst. Der hatte da 2 Antennen am Auto, das ist auch nicht so lange her. Ne? Und das war eine Riesenkiste, werden Sie sich auch noch daran erinnern. Das heißt, wenn Sie die Innovationszyklen mal angucken, 20 bis 25 Jahre von wirklich innovativen Produkten, also telefonieren ohne Schnur, heizen ohne bewegliche Teile, reine Physik, ne, chemische Reaktion, was wir in der Brennstoffzelle haben, da bewegt sich nichts mehr. Das ist eine tatsächliche neue Technologie, die brauchen 10 bis 15 Jahre mindestens, bis sie im Markt sind. Teilweise von Anfang der Entwicklung eher über 20 Jahre. So, und da brauchen Sie eine Strategie, da darf man sich auch nicht immer ernüchtern lassen, dass das so lange dauert. Das heißt, wir nehmen uns die Zeit, die notwendig ist, ein wettbewerbsfähiges Produkt auf den Markt zu bringen. Wir machen den Wettlauf weiterhin nicht mit. Ich bin auch überzeugt, dass die Anbieter, die Sie zum Teil heute auf dem europäischen Kontinent sehen, in 3, 4 Jahren nicht alle vorhanden sein werden. Wir sind in Kallux, wir haben in Kallux etwa 120 Brennstoffzellen der 4. und 5. Generation installiert, ein sehr erfolgreiches Projekt auf bundesdeutscher Ebene, die mit Mitteln des Nationalen Innovationsprogramms für Wasserstoff- und Brennstoffzellen gefördert wird. Wichtig war uns bei diesem Projekt, das nennt sich Praxistest, keine große Demonstration, aber Praxistest, Erfahrung zu sammeln, Optimierung in der Regelung, denn mit der Regelung können Sie im Wesentlichen Degradation vermeiden. Die Degradationseffekte versteht heute eigentlich keiner. Sie können eigentlich nur dem entgegenwirken, dass Sie die Effekte kennenlernen, und das geht nur mit großem Volumen im Markt und mit angepassten, optimierten Regelalgorithmen, zum Beispiel häufiges An- und Abschalten, bestimmte Hysteresen in den Anfahrvorgängen und den Abfahrvorgängen von den Systemen, das heißt nicht zu schnell, nicht zu langsam zum Beispiel, ne, mit bestimmten Temperaturen in einer bestimmten Zeit durchschreiten. All das ist bei uns im Wesentlichen durch den Praxistest Kallux neben den begleitenden Maßnahmen, die wir hatten, große Marktforschung zum Beispiel mit der GfK in Nürnberg. Wir haben die Kallux-Box, die auch in Enefield eingesetzt wird, entwickelt, wo man die Geräte an eine Schnittstelle anbinden kann, also technische Marktvorbereitung oder auch Informationen für Marktpartner wie Fachhandwerker, Planer, Architekten, also Multiplikatoren, die in dem Markt natürlich sehr wichtig sind am Ende. Diese Informationen finden Sie alles unter dem Kallux-Net auf der Homepage. Beispielprojekte sehen wir hier, das sind jetzt 2 Projekte, die wir in Süddeutschland mit dem Partner EnBW gemacht haben. Also in der Regel Ein- und Zweifamilienhäuser, wir können im Neubau rein, da haben wir kein Problem, auch Temperaturen im Wesentlichen von allen, Neubau angefangen bis hin zum Bestand, wobei das Gerät, das muss man ganz klar sagen, geht in den Bestand, da ist der größere Markt, da macht es auch Sinn, da haben Sie einen Wärmebedarf. Wir haben neulich in Düsseldorf, letzte Woche war wieder Netzwerk Wasserstoff- und Brennstoffzellen, Jahrestreffen, mal gesprochen, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll Dämmmaßnahmen sind vom Bestandsgebäude, und wenn Sie das dagegen rechnen, können Sie hier mehr CO2 einsparen für wesentlich weniger Geld, wenn die Brennstoffzellen dann im Markt sind, als wenn Sie das ganze Haus in Styropor einpacken und dann womöglich die Leute die Lüftung vergessen. Das ist so ein Zwischenstand, was Sie hier unten sehen. Wir haben, wie gesagt, hier steht noch über 100, wir sind jetzt exakt bei 120 Anlagen, damit sind auch praktisch alle Anlagen installiert, mehr werden wir in Kallux nicht machen. Diese Anlagen werden jetzt noch bis Mitte 2016 laufen und dann durch entweder Enefield-Anlagen ersetzt werden oder durch die nächsten Prototypen. Insgesamt also 2 Jahre Betriebserfahrung kumuliert, und da muss man eigentlich diese Zeile hier angucken, nämlich in einer Anlagengeneration, in der aktuellen, die Sie hier sehen, der Anlagengeneration 5, die wir entwickelt haben,
haben wir inzwischen mehr als 25 Jahre Betrieb. Ich halte es immer falsch, für mehrere Anlagen, Prototypengenerationen sozusagen kumuliert die Anlagenerfahrung aufzusummieren, weil wenn Sie ein Gerät ändern, dann greifen Sie so tief im Zweifel ein in das System, dass Sie die Erfahrung von der alten Generation eigentlich nicht mit dazu addieren können. Wie gesagt, wir waren von Beginn an auch Mitglied in Enefield. Enefield ist die konsequente Weiterentwicklung des Praxistests in Deutschland. Deutschland hat da durchaus Symbolcharakter auch in Richtung Brüssel gehabt. Das Projekt wird im Rahmen der Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, das ist eine Public-Private Partnership der Europäischen Kommission mit der Industrie und ja, auch Forschungsinstituten, unterstützt. Das heißt, hier werden bis zu 1000 Brennstoffzellen für mehrere Hersteller, wir sind nur einer von 8, da installiert. Aktueller Stand ist letzte Woche, wir haben jetzt 50 Systeme in Enefield installiert. Insgesamt werden das 150 Systeme bis zum Sommer 2015 nächstes Jahr werden. Das sind die Partner, vielleicht auch nochmal als Übersicht, Enefield, das habe ich hier gar nicht draufgeschrieben, sehe ich gerade, enefield.eu, kann man sich eigentlich relativ leicht merken, ausgeschrieben Enefield, also der Punkt kommt nicht am Anfang, sondern am Ende, .eu. Sie sehen auch eine ganze Menge Forschungsinstitute, die hier mit dabei sind, die, ich sage mal, wesentlich noch Ökobilanzen berechnen, Kostenanalysen nochmal machen. Vieles von dem muss man nicht unbedingt nochmal haben, wird aber trotzdem nochmal gemacht. Aber letztlich ist es eigentlich ein langsames Hochskalieren. Sie haben vorher noch das Bild im Kopf mit diesen Kosten, die nach unten müssen, mit den steigenden Volumen, und dazu trägt Enefield im Wesentlichen jetzt bei. In diesen Projekten werden wir, wie gesagt, 150 Anlagen machen. Da gibt es einen Paketpreis, kostet bei uns 22.400 Euro, komplett installiert, inklusive Mehrwertsteuer. Der Kunde muss sich um gar nichts kümmern. Da wird auch von uns, wir beauftragen einen Fachpartner, unsere Vesta-Partner, die Top-Fachpartner, kriegen von uns einen Auftrag. Und wird installiert, nach den 3 Jahren kriegen Sie kostenloses Seriengerät oder die nächste Prototypengeneration. Das heißt, es ist wirklich ein sorglos, rundum sorglos Paket, wie man so schön sagt, für diese 22.4. Nachteil ist, alle Geräte sind vergriffen, wir haben gar keine mehr. Das heißt, wenn Sie jetzt Interesse haben, sich da zu beteiligen, ist es leider schon zu spät. Aber ich kann Ihnen sagen, wir werden diesen Weg in Richtung Markt mit den Steigerungen der Volumen natürlich fortsetzen und da nicht aufhören, sodass wir jetzt schon dabei sind, auf EU-Ebene die nächsten Projekte zu planen, die dann voraussichtlich 2016, 17 weitergehen, und dann Richtung Serie auch die Kostenziele zu erreichen. Denn das ist vielleicht eine der Kernbotschaften für Sie heute. Die Technik funktioniert, das haben wir zweifellos nachgewiesen. Wir haben über 97% Verfügbarkeit der Geräte. Wie gesagt, wir haben jetzt 50 Geräte in Enefield, 120 Geräte, das heißt 170 Geräte, wenn wir hier sitzen, laufen. Letzten Freitag beispielsweise, wir haben also jedes Gerät auch online aufgeschalten, hier in Remscheid, wir sitzen ja quasi hier um die Ecke, hat kein einziges dieser Geräte irgendeine Störung gehabt. Also das ist wirklich eine zuverlässige, robuste Technologie inzwischen. Am Ende kommt es darauf an, und das ist eigentlich das Wichtigste, jetzt die Kosten runterzukriegen, dass das wettbewerbsfähig bleibt oder wird. Heute ist es im Betriebskosten wettbewerbsfähig, was Wartung angeht und auch Energiekosteneinsparung. Wir haben Kalux-Kunden, die sparen sich bis zu 1.000 Euro im Jahr an Energiekosten. Das kommt ein bisschen auf das Objekt an, aber Sie können eigentlich sagen, mehr als 500 sind es in jedem Fall und im Optimum bis zu 900 oder gar 1.000 Euro. Aber weil es noch zu hoch ist, sind eben die Kapitalkosten des Invests. Ja, das ist nochmal so ein Bild, wie wir es jetzt ähnlich gerade hatten. Das ist jetzt eine Anlage in Süddeutschland, die wir gemacht haben mit dem Enefield-Projekt, wo wir, wie gesagt, jetzt 50 Anlagen installiert haben mit letzter Woche. Inzwischen sind sogar noch ein paar mehr. Mit dieser Woche werden nochmal 3 installiert. Das Gesamtpaket habe ich erwähnt. Leider auch die Information, dass eben das ganze Kontingent schon ausverkauft ist. Insofern haben wir da eben keine Möglichkeit mehr. Wichtig ist uns jetzt, den Weg mit unseren Fachpartnern gemeinsam zum Weg zu beschreiten. Und ich hatte schon mal gesagt, wir werden da keinen Wettlauf machen, sondern wir werden es so machen, dass wir am Ende auch ein robustes System im Markt haben, was wettbewerbsfähig ist. Ja, ich glaube, das war's schon. Genau. In der Zeit bin ich auch geblieben. Ist schön, wenn man hier so eine Uhr hat, dann weiß man auch, ob man schneller sprechen soll oder nicht. Hätte ich auch noch können, aber dann bleibt noch Zeit für ein paar Fragen. Vielen Dank erstmal bis dahin. Ne? Herzlichen Dank. Auch innerhalb der Zeit. Wunderbar. Sind noch Fragen? Da geht die Hand hoch.
Ja, schönen guten Tag, Herr Dauensteiner. Sie haben einen Paketpreis genannt jetzt von 22.400 Euro und auch gesagt, dass Sie den Wettlauf nicht mitgehen werden. Aber wo sehen Sie denn den wettbewerbsfähigen Preis, wo Sie hin müssen, damit Sie in den Markt gehen? Also wir haben eigentlich zum einen aus dem Kalux-Projekt, wo wir mit der Begleitforschung von der GfK Nürnberg sehr, sehr umfangreiche, also über mehrere Jahre umfangreiche Marktforschungen betrieben haben, in der Größenordnung, wie es ein einzelnes Unternehmen gar nicht beauftragen wird, das ging nur in dem Konsortium, relativ gute Hinweise, wo wir hin müssen. Da gibt es Conjoint-Analysen, die im Prinzip die Preissensitivitäten der Kunden ableiten. Wir haben unsere eigene Marktforschung, die das im Prinzip belegt, was daraus kommt. Und wir haben drittens natürlich das Engagement in dem konventionellen EcoPower Range, in dem Fall das 1.0-Projekt, also EcoPower 1.0, wo wir auch wissen, dass das heute eigentlich von den Investkosten für eine breite Marktdurchdringung noch zu teuer ist. Da arbeiten wir auch daran, dass das günstiger wird. Der Schritt, den wir damals gegangen sind, sozusagen als Ergänzungseinheit nur den EcoPower zu kaufen und nicht mehr die gesamte Lösung, war ein solcher Schritt. Aber auch da wird weiter daran gearbeitet, sodass ich davon ausgehe, dass so ein Produkt, wenn wir da auch die Roland-Berger-Studie jetzt Anfang nächsten Jahres haben, sieht man das auch nochmal sehr schön, die werden wir voraussichtlich Anfang nächsten Jahres veröffentlichen, dass wir deutlich unter 20.000 Euro komplett installiert inklusive Mehrwertsteuer landen müssen für so ein System. Wenn Sie das schaffen, wenn Sie mal die 20.000 zum Beispiel nehmen als eine wichtige Schwelle, dann ist das etwa so, wenn Sie heute, ich sage mal, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder so kaufen, in dem Bereich muss man erstmal kommen. Die Brennstoffzelle hat aber das Potenzial, langfristig deutlich günstiger zu werden. Und das ist, glaube ich, das, wo man nie vergessen darf bei dieser ganzen Thematik, dass die Brennstoffzelle, wenn die wirklich hochindustrialisiert, also zu Hunderttausenden im Jahr vom Band fällt, dass das ähnlich so abläuft wie bei der Photovoltaik, weil die im Prinzip auch nur vom Band fällt. Und dann natürlich auch sehr leicht skalierbar in höhere Größenordnungen, Leistungsbereiche 5 kW, 20 kW, 50 kW, wo man nicht komplett neue Systeme entwickeln muss, sondern eigentlich nur mehr zusammenpackt. Also ich denke schon, wir müssen in den Bereich kommen der heutigen Wärmepumpen zum Beispiel als ersten Schritt oder der heutigen konventionellen KWK. Und wenn Sie da Lifecycle Cost of Ownership machen, dann sehen Sie schon, dass Sie da günstiger sind, wenn Sie wirklich alle Kosten betrachten, Betriebskosten, Investkosten, Wartungskosten als konventionelle Heizungssysteme. Und da müssen wir hin. Aber das ist noch ein langer Weg. Das wird nicht in den nächsten ein, zwei Jahren erfolgen. Gut, herzlichen Dank.